Wenn ihr euch für das Thema Tischkreissäge und Hobelmaschinen interessiert, dann solltet ihr dranbleiben, denn in den nächsten Minuten gebe ich euch wichtige Tipps für den Umgang mit der Tischkreissäge und der Hobelmaschine. An eurer Tischkreissäge könnt ihr viel falsch machen. Das ist mitunter sehr gefährlich. Man sieht auch teilweise im Internet haarsträubende Sachen. Ich gebe euch jetzt mal ein paar Tipps, wie ihr mit eurer Tischkreissäge sicherer und gleichzeitig auch noch genauer arbeiten könnt. Also generell zum Sägen an der Tischkreissäge. Der Spaltkeil gehört immer auf die Tischkreissäge. Es gibt keinen Grund, den Spaltkeil zu demontieren. Die Absaughaube oder Schutzhaube gehört immer dann auf die Tischkreissäge, wenn sie nicht stört. Also wenn es möglich ist, die Haube zu montieren, gehört diese Haube auch montiert. Sie ist eine wichtige Schutzfunktion. Das nächste wäre die Sägeblatthöhe. Dreht das Sägeblatt so weit wie möglich herunter. Je nachdem, welchen Arbeitsgang ihr durchführt, kann es sein, dass die Schutzhaube hier am Parallelanschlag anliegt. Dann könnt ihr nicht weiter runter. Ansonsten gehört die Schutzhaube wirklich auf das Werkstück abgesenkt. Dann, was oft falsch gemacht wird, ist das Handling des Parallelanschlages. Bei Plattenwerkstoffen könnt ihr problemlos einen durchgehenden Parallelanschlag verwenden. Das geht. Schneidet ihr Massivholz, dann solltet ihr unbedingt einen kurzen Parallelanschlag verwenden. Und dieser kurze Parallelanschlag reicht nicht bis ans Ende des Sägeblattes. Denkt euch einfach eine 45-Grad-Linie vom Beginn des Sägeblattes nach hinten. Und euer Parallelanschlag reicht bis zu dieser gedachten Linie. In der Regel ist es dann so, dass der Parallelanschlag nie bis hinter das Blatt reicht. Es sei denn, ihr schneidet sehr breite Streifen. Wenn euch das zu kompliziert ist, schiebt den Parallelanschlag einfach bis Mitte Sägeblatt. Das funktioniert auch. So könnt ihr dann Massivholzteile zusägen, die ja oftmals Spannungen haben. Wenn jetzt die Spannungen nach dem Schnitt frei werden, lauft ihr weniger Gefahr, dass euer Holz sich zwischen Sägeblatt und Parallelanschlag verklemmt, denn hier ist der Platz. Der eigentliche Schnitt ist an der Stelle schon passiert, das heißt, auf die Genauigkeit hat das in der Regel keinen Einfluss. Ihr könnt also auch Plattenmaterialien so schneiden, wenn ihr wollt. Wenn ihr keinen solchen Anschlag habt, nehmt euch eine Leiste, die ihr mit einer Klemmzwinge, keine Schraubzwinge, nehmt eine Hebelzwinge, an den Anschlag montiert. Dieser verkürzte Parallelanschlag hat noch einen Zweck, und zwar könnt ihr damit Teile ablenken. Ich bin letztens über ein Video gestolpert, da hat derjenige den Parallelanschlag durchgehend gehabt und hat auf diese Art und Weise, ich stelle das mal kurz nach, mit dem Queranschlag und dem Parallelanschlag ein Stück Holz abgelenkt. Das birgt ein großes Risiko. Wenn sich nämlich jetzt eine solche schmale Leiste zwischen Parallelanschlag und Sägeblatt verklemmt, dann wird sie euch nach hinten geschleudert und im ungünstigsten Fall dreht sie euch dabei die Hand, wenn ihr das Werkstück auch noch festhält, ins Sägeblatt hinein. Das ist also sehr gefährlich, solltet ihr nie machen. Wenn ihr solche Schnitte macht, dann zieht einfach euren Parallelanschlag zurück. So, hier ist mein Sägeblatt, da beginnt das. Das heißt, der Parallelanschlag ist hinter dem Sägeblatt. Ich kann mein Stück Holz dennoch am Parallelanschlag anlegen, um mein Maß zu bekommen. Und dann trenne ich es ab und es liegt hier frei, es kann sich nicht verklemmen. Ich zeige euch das kurz. Also wie ihr seht, ein Parallelanschlag, der verkürzt werden kann oder zurückgezogen, wie auch immer ihr das nennen wollt, ist sehr hilfreich. Er macht das Sägen sicherer, ohne dass die Genauigkeit darunter leidet. Und zusätzlichen Aufwand habt ihr ja auch keinen. Es ist lediglich das Öffnen einer Schraube und Zurückziehen und fertig.
Eine andere Maschine, an der man viel falsch machen kann, ist die Hobelmaschine. Sie gehört im Vergleich zu ihrer Laufzeit zu den gefährlichsten Maschinen. Das kommt daher, dass es an der Hobelmaschine in der Regel keine leichten Verletzungen gibt. Wenn es mal zu einem Unfall kommt, dann sind es meist sehr schwere Verletzungen. Das heißt jetzt nicht, dass man Angst vor der Maschine haben sollte. Ihr braucht vor keiner Maschine Angst zu haben, solange ihr sie richtig benutzt. Es gibt Schutzeinrichtungen, Verfahren, Arbeitsweisen, die euch vor Unfällen schützen. Bei der Hobelmaschine ist die wichtigste Sicherheitseinrichtung diese Schutzbrücke hier. Ich sehe immer wieder auf Blogs und in Videos Leute, die diese Schutzbrücke demontieren. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, welche Verletzungen ein 30 cm breites Messer hervorrufen kann, in das ihr mit der Hand gelangt. Und das geht schneller, als man denkt. Da nutzen euch auch nicht unbedingt diese sogenannten Pushblocks irgendwas. Denn die meisten, die sich diese Schiebehilfen bauen, vergessen ein wichtiges Detail. Nämlich kleine Haken oder eine Leiste am Ende, mit denen ihr euer Werkstück wirklich schieben könnt. Habt ihr sowas an euren Pushblocks oder Schiebehilfen, wie immer ihr die nennen wollt, dann rutscht ihr nicht so schnell ab. Habt ihr die nicht und rutscht ab, kann es euch trotzdem passieren, dass ihr Kontakt mit der Welle bekommt. Und eine solche Hobelwelle hat die unangenehme Eigenschaft, dass sie eure Hand nachzieht. Das sind dann die schweren Verletzungen. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ihr eine solche Schutzbrücke richtig benutzt, sodass sie euch beim Arbeiten nicht stört und auch wenig Aufwand bereitet. Denn das ist ja das A und O von Schutzvorrichtungen, dass sie beim Arbeiten nicht stören. Sobald euch eine Schutzvorrichtung stört, werdet ihr sie nicht benutzen. Das ist klar. Oft ist es aber so, dass die Anwender nicht wissen, wie man Schutzvorrichtungen richtig benutzt. Der Schreiner lernt das ja. Im Hobbykeller ist keiner da, der euch erklärt, wie das richtig geht. Diese Schutzbrücke verdeckt die Hobelwelle, soweit es geht. Die Schutzbrücke ist aus stabilem Material, das heißt, auch wenn man da mal mit der Hand abrutscht, ihr kommt nie durch die Schutzbrücke durch, es kann sich nichts verbiegen. Und es gibt zwei Arten, mit dieser Schutzbrücke zu arbeiten. Entweder sie ist über dem Werkstück, so weit wie möglich abgesenkt. So arbeitet ihr mit dieser Schutzbrücke beim Abrichten von Flächen. Nehmt euch eure Schiebehilfe und eine Hand. Ihr schiebt euer Werkstück über die laufende Welle und gleitet mit der geschlossenen Hand über die Schutzbrücke. Schiebt euer Werkstück weiter und am Ende mit eurer Schiebehilfe. So lauft ihr nie Gefahr, in die laufende Welle zu kommen, da sie ja von oben abgedeckt ist. Solange ihr nicht aus irgendeinem Grund unter diese Schutzbrücke greift, kann euren Fingern nichts passieren. Die zweite Möglichkeit, die Brücke zu benutzen, ist die, dass ihr sie absenkt, dicht auf den Maschinentisch und zurückzieht. Aber nur so weit, wie euer Holz breit ist. Das macht man beim Fügen. Ihr haltet euer Werkstück mit beiden Händen, immer die Finger geschlossen halten, nie Finger abspreizen, immer geschlossen. Der Daumen liegt an und so könnt ihr jetzt euer Werkstück über die laufende Hobelwelle schieben. Die Hobelwelle ist dann entweder vom Werkstück verdeckt oder der andere Teil von der Schutzbrücke. Wenn ihr also abrutschen solltet, kommt ihr auch nie an die laufende Messerwelle. Natürlich habt ihr einen Teil der Messerwelle freilaufen, während ihr nichts hobelt. Da muss man halt aufpassen. Eine weitere wichtige Sicherheitseinrichtung ist ein solcher Hilfsanschlag. Den kann man sich auch selber bauen. Ich empfehle euch da das Buch von Guido Henn, Stationärmaschinen. Da ist ein solcher Anschlag im Selbstbau drin. Einen solchen Hilfsanschlag benutzt man, wenn man schmale Teile hobelt. Dann habt ihr nämlich nicht das Problem, dass ihr keinen Platz für die Finger habt.
Ihr klappt den Anschlag rum. Ihr schiebt wieder eure Sicherheitsbrücke nahe ans Werkstück. Und jetzt könnt ihr wieder mit der geschlossenen Hand euer Werkstück führen. Ihr habt durch diesen Anschlag hier Platz für die Finger und könnt euer Werkstück richtig schön auf den Maschinentisch drücken. Aber auch hier würde ich euch empfehlen, statt der hinteren Hand wieder eine solche Schiebehilfe zu benutzen. Wenn die vordere Hand abrutschen sollte, gelangt sie nie an die laufende Welle. Bei der hinteren Hand, wenn euch die abrutscht, könntet ihr in die Welle geraten. Mit einer solchen Schiebehilfe passiert das nicht. Selbst wenn ihr abrutscht, gerät diese Schiebehilfe in die laufende Welle, nicht eure Hand. So funktioniert das also mit dem Hilfsanschlag und der Sicherheitsbrücke. Ist also gar nicht so aufwendig und denkt daran, eure Finger sind nicht zu ersetzen. Wenn ihr den sicheren Umgang mit der Tischkreissäge erlernen wollt, dann empfehle ich euch meinen Kurs Hand- und Tischkreissäge. Den gibt es immer in Kombination mit dem Kurs Möbelkonstruktion. Wir schneiden dann in diesem Kurs die Teile für ein kleines Möbelprojekt zu. Ihr lernt dabei sehr viel über das Thema Tischkreissäge. Wenn ihr euch mehr für die Hobelmaschine interessiert, dann gibt es einen Kurs bei mir, der nennt sich Von der Bohle zur Platte. Da gehen wir wirklich von der Bohle ausgehend hin, schneiden das Holz zu, hobeln es aus und verleimen große Leimholzplatten. Da kommt auch das Thema Tischlerplatten drin vor. Da zeige ich euch zum Beispiel, wie ihr die Anleimer auf die Tischlerplatten bringt, wie ihr die Anleimer bündig hobelt und sowas. Apropos Tischlerplatten, ich zeige euch noch ein paar Sachen, die ich im Moment in meiner Werkstatt mache. Da wäre zum Beispiel ein Regal mit Schubladen, das ich gerade mache. Das wird für ein ganz interessantes Projekt, und zwar kommt Ende des Jahres ein Buch von mir raus, das sich an Einsteiger richtet. Und da gibt es auch Projekte, und diese Tischlerplatten hier mit den Anleimern, die sind für dieses Projekt im Buch. Das ist auch der Grund, warum ich diese Bosch-Säge habe, die ihr gerade seht. Die geht wieder zurück zu Bosch, sobald ich mit dem Buchprojekt fertig bin. Dann ging es diese Woche auch mit dem Online-Kurs weiter. Das sind die Seitenteile für eine Kommode, die in diesem Online-Kurs gebaut wird. Die Fläche ist aus Tischlerplatte, diese Stollen sind aus massiver Eiche. Unten verjüngt, damit das Ganze etwas eleganter aussieht. Das Interessante ist dann noch hier der Falz. Dort liegt später die Tür vorne ein und hinten die Rückwand. Und damit zur oberen Platte hin ein schöner Abschluss ist, ist hier noch ein kleiner Falz angearbeitet. Also schon ein relativ komplexes Teil, diese Schrankseite. Und wie das genau alles funktioniert, das erkläre ich in diesem Online-Kurs.
Alles zum Thema Online-Kurse findet ihr auch in der Beschreibung unter dem Video. Und da könnt ihr euch zu dem Thema informieren. Ansonsten habe ich im Moment einige Sachen auch zum Testen da für die Zeitschrift Holzwerken. Schaut einfach da immer wieder mal rein. Da findet ihr auch Artikel von mir. Da kommen auch demnächst nochmal Bauprojekte von mir. Also ich bin auch an diesen Bauprojekten immer wieder dran. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch diese beiden Sicherheitstipps gefallen haben und ob euch sowas bei eurer Holzwerkerei weiterbringt und ob ich solche Tipps öfter bringen soll oder ob euch dieser, ich sag mal, erhobene Zeigefinger hier macht das so und so eher nervt. Ich finde das Thema Sicherheit sehr wichtig, habe euch deswegen unter dem Video auch noch ein paar Sachen zur Berufsgenossenschaft verlinkt, also von der Berufsgenossenschaft. Die beziehen sich zwar auf große Maschinen, wie sie in Schreinereien üblich sind, aber ihr könnt euch da sehr viel Wissen rausziehen, das ihr auch bei kleineren Maschinen anwenden könnt. Es ist also sehr nützlich, diese Unterlagen einmal durchzuarbeiten. Beim Thema BG fällt mir noch was ein, was ich oft unter Videos von größeren YouTubern lese, die mit ihren Videos über Werbeeinnahmen wie auch immer Geld verdienen. Diese YouTuber sind ja Gewerbetreibende. Und da liest man immer wieder, sie müssen sich an die Richtlinien der BG halten. Das ist Quatsch, denn die BG kümmert sich um die Arbeitnehmer. Was der Chef selbst, und diese YouTuber sind ihr eigener Chef, in seiner Werkstatt macht, interessiert die BG nicht. Wie Unfallversicherung bei grober Fahrlässigkeit da reagieren, keine Ahnung, bin ich überfragt. Aber die BG ist bei diesen Leuten nicht zuständig. Also wenn ihr meint, ihr müsst irgendwo einen solchen Kommentar schreiben, haltet euch an BG-Richtlinie, das ist wichtig oder so, die BG ist nicht zuständig. Auch für mich ist die BG nicht zuständig, da ich in meiner Werkstatt keine Angestellten habe. Dennoch finde ich es wichtig, dass man sich bei der BG umschaut, deren Richtlinien mal durchliest, denn die BG gibt sehr viele Tipps in puncto Sicherheit. Also es schadet nicht, sich an deren Empfehlungen zu halten, auch wenn man nicht dazu verpflichtet ist. Das war es auch schon für diese Woche. Ich versuche wirklich jetzt regelmäßig einmal die Woche ein Video in dieser Art zu machen. Verschiedene Themen immer im Mix, also kein Video, das nur zu einem Thema geht. Und ich kann aber nicht versprechen, dass diese Videos immer am gleichen Tag kommen. Es kommt immer so, wenn ich Zeit habe. Ich versuche auch die Kommentare zu beantworten. Noch hält sich das in Grenzen. Habt aber bitte Verständnis dafür, dass ich am Wochenende nur selten Kommentare beantworte. Da stehe ich meistens in der Werkstatt und habe Kurse. Wenn ich dann abends nach Hause komme, habe ich keine Lust, auch noch Kommentare zu beantworten. Das mache ich dann montags. Also ihr bekommt eine Antwort, aber eventuell nicht am gleichen Tag.